Für Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Haushaltswoche neigt sich dem Ende zu, und wenn man die letzten Tage so Revue passieren lässt, da fühlte ich mich ehrlich gesagt an eine Zeitreise erinnert. Eine Zeitreise, eine Haushaltsdebatte, die hätte auch vor 12 Monaten stattfinden können. Als wäre im letzten Jahr gar nichts passiert, legen Sie uns hier einen Haushaltsentwurf vor, der überhaupt keine Rücksicht darauf nimmt, dass sich die Klimakrise weiter verschärft, der keine Rücksicht darauf nimmt, dass international die Krisenherde weiter zunehmen, der keine Rücksicht darauf nimmt, dass der Bedarf an Investitionen nicht kleiner, sondern deutlich größer geworden ist, meine Damen und Herren. Nein, was Sie heute hier vorlegen, Sie lügen sich doch in die eigene Tasche, wenn Sie von einem guten Haushaltsentwurf sprechen. Ich meine, Sie wissen doch selbst, dass das Dokument, was heute auf dem Tisch liegt, überholt ist wie kaum ein Haushalt je zuvor an einem Zeitpunkt dieser Beratung. Das haben schon mehrere Rednerinnen und Redner angesprochen. Klimaschutz ist in diesem Entwurf eine große Leerstelle. Am 20.09. tagen Sie dann, dann werden Sie sich danach irgendwie abfeiern und den Menschen erzählen, Sie haben jetzt die Lösung für alle Probleme. Und dann werden wir im Haushaltsausschuss erstmal aufdröseln müssen, was Sie da im Klein-Klein vorhaben. So geht doch keine wirklich zukunftsgerichtete Klimapolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und darüber hinaus, ich meine, gestern haben wir es in den Medien erfahren, die Bahn braucht plötzlich 3 Milliarden mehr Geld. In dieser Woche standen die Fachministerinnen und Fachminister hier an diesem Pult und haben ihre Wünsche präsentiert, was sie alles gerne hätten. Aber Vorschläge, wo sie umschichten, wo sie wirklich arbeiten, wo sie einsparen, wo sie klimaschädliche Subventionen streichen können, die haben wir nicht von ihnen gehört. In den letzten Jahren, da hatten sie doch eine relativ komfortable Situation, da hatten sie jedes Jahr Steuermehreinnahmen und Mehreinnahmen und noch mal mehr Einnahmen. Das war der Kitt, der Ihre große Koalition zusammengehalten hat. Das war der Kitt, wo Sie in Haushaltsberatungen Geld verteilen konnten, hier für ein Lieblingsprojekt und dort für ein Lieblingsprojekt. Aber was Sie darüber vergessen haben, ist, dass Sie keinen Plan haben, wo Sie mit diesem Land, wo Sie mit Europa, wo Sie mit unserem Planeten hinwollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Einzige, was Sie noch irgendwie zusammenhält, wo Sie sich ja abfeiern, ist dieses Phantom, die schwarze Null. Ich meine, könnten ja von dem Pult hier aus drüber streiten und diskutieren, ob eine schwarze Null sinnvoll ist oder nicht. Das kann man ja machen. Aber was Sie uns ja hier vorlegen, ist ja kein Haushalt, bei dem die Einnahmen irgendwie die Ausgaben decken. Sie nennen das so, aber machen das selbst nicht. Und das zeigt, dass Ihre Haushaltspolitik völlig symbolhaft, völlig inkonsistent geworden ist und am Ende nur noch an einem einzigen Symbol hängt, statt Antworten auf die Fragen der Zukunft geben zu wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe einen 18 Monate alten Sohn. Und ich frage mich schon, was für eine Welt werden wir unseren Kindern überlassen. Was für ein Gespräch werde ich mit meinem Sohn mal führen, wenn er so alt ist wie ich? Und wenn er mich dann fragt, Papa, was habt ihr damals gemacht, als das Klima auf diesem Planeten heißer wird? Was habt ihr damals gemacht, als Zusammenhalt auf dieser Welt gefährdet war? Was habt ihr damals gemacht, wo es um Breitband ging, um eine moderne Infrastruktur, um die Basis für unseren Wohlstand und unseren Zusammenhalt? Und ich will meinem Sohn nicht antworten müssen, wir haben nur darauf geachtet, wie unsere Situation bei den Banken aussieht. Meine Damen und Herren, Generationengerechtigkeit, das ist doch mehr als eine Null unter Ihrem Haushalt. Generationengerechtigkeit, das ist doch, wenn wir an morgen denken, wenn wir jetzt handeln, wenn wir gegen die Klimakrise angehen, wenn wir in unsere Infrastruktur, in Zusammenhalt, in Bildung und in Forschung investieren. Das alles tun Sie mit diesem Haushaltsentwurf nicht. Und wir Grüne werden Ihnen in den anstehenden Beratungen aufzeigen, was ein wirklich generationengerechter Bundeshaushalt ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Tobias Lindner. Nächster Redner, Eckhard Rehberg.